Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Da ist er nun, dieser Wildo Fire Flash Pro. Und ich mag den sehr gern. Ich habe mir den jetzt bestellt und habe heute das erste Mal damit herumgespielt, auch noch nicht viel. Aber ich mag ihn jetzt schon. Ich weiß noch nicht, ob er robust sein wird. Das werden wir alles rausfinden im Langzeittest. Aber ich mag ihn aus einem speziellen Grund. Weil das Pro, das kommt nicht von dem Feuerstahl hier, sondern das kommt von dem Schaber. Ich komme gleich dazu. Weißt du, bei den Feuerstählen, da fragen mich Leute immer, ich kriege da E-Mails oder auf den Survival-Rings, Reini, Feuerstahl, welcher und sowieso, und soll der weicher oder härter sein oder was auch immer, und meiner funktioniert nicht. Und so. Der eigentliche Punkt, und sage ich immer wieder, der eigentliche Punkt ist nicht unbedingt der Feuerstahl, dieses Teil hier, natürlich auch, keine Frage, ja. Aber viel wichtiger, was Ausrüstung betrifft, ist, dass du einen vernünftigen Schaber hast, einen Striker oder wie auch immer du das nennen magst. Das ist der entscheidende Faktor. Okay? Das ist der entscheidende Faktor. Wenn der nicht vernünftig ist, wenn der nicht scharf ist, wenn der nicht vernünftig gebaut ist und auseinanderbricht oder diese blöden Zacken da drin hat, ja, so wellenschliffmäßig, schon wieder der Wellenschliff. Wenn der, zum Beispiel der hier, der ist schön glatt und du siehst es da selber, siehst du das? Das ist richtig angeschliffen auf beiden Seiten. Das heißt, der Rechtshänder kann damit arbeiten, aber auch, und das ist wichtig, auch der Linkshänder kann damit vernünftig arbeiten. Okay? Das haben wir ja auch sehr oft bei den Strikern, dass nur die Rechtshänder arbeiten können, damit die Linkshänder nicht. Okay? Und das ist der Punkt dabei. Und das haben die da verbessert. Das ist nichts anderes, als wir eh schon kennen. Oder wie man jetzt, okay, stinkige Eigenwerbung, ich weiß, den letzten Feuerstahl deines Lebens, ja, okay? Das hier, der Feuerstahl ist es nicht, ja? Ich meine, in dem Fall schon, weil er groß ist, aber das hier ist es. Und das haben sie toll gemacht. Einen schönen langen Haltepunkt, einen schönen Griff, damit man es schön nehmen kann. Und eine schöne Länge, mit der man wirklich Funken machen kann. Und jetzt nehme ich meinen als Beispiel. Der macht noch einmal mehr, wenn man komplett von oben durchzieht, aber schon klar. Wenn man nämlich, und jetzt kommt so diese komischen Striker, die es bei den Chinesen Feuerstähle gibt, wobei die Feuerstähle nicht das Problem sind, sondern die Striker, dann passiert das da. Das hat nämlich jemand gemacht mit meinem Feuerstahl auf einem Survival Training. Ich weiß nicht, ob du das siehst, das da. Das da, das schabt einfach nur ab, das Material, ohne dass er wirkliche Funken zieht. Das heißt, du kriegst kein vernünftiges Ergebnis. Und trotz alledem arbeitest du den Feuerstahl ab, ist fürchterlich. Und das kann dir eben mit diesem Striker hier nicht passieren, aber jetzt habe ich schon genug geredet. Ja, jetzt wollen wir ihn dann gleich einmal testen, wir zünden dann gleich einmal was an. Aber bevor ich das tue, eines noch, warum er auch meiner Meinung nach Pro ist, ist das. Diese Schnur, die ist wirklich cool. Weißt du, ich krieg die Krise, wenn die Schnüren so sind und du so arbeiten musst, dann denke ich, wer hat sich das überlegt? Das hat sich niemand überlegt, der mit den Dingen wirklich arbeitet. Das hat sich irgendwie überlegt, der irgendwas verchecken will, ja. Aber das hier, die haben wirklich nachgedacht beim Arbeiten. Ich liebe das, wenn man beim Arbeiten nachdenkt. Weil du kannst, es fast schon, also man ist sogar vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, ja. So wird es schon reichen, aber egal. Die haben sich gesagt, wenn schon, den schon. Super, einfach super. Aber aus jetzt zünden wir was an. Gut, dann probieren wir uns ihn gleich einmal in der Praxis aus. Ich mache dazu meinen obligaten Feathersticks oder meinen Lockentest. Ich mache einmal ein paar Locken und dann schauen wir mal rein. Ja, dann habe ich einmal ein paar Locken gemacht. Ja, wenn dich das Thema insgesamt interessiert, so kleine Tipps und Tricks und eine, sage ich jetzt mal, kleine Survival-Ausbildung mit mir, dann schau unten vorbei beim Survival-Mentor-Programm. Schau dir das einmal an. Das ist eine Jahresausbildung, wo du jede Woche neue Infos kriegst. Schau dir das mal an. Aber wichtig dabei ist, und das gleich jetzt als Tipp, schau, dass die Locken irgendwie draufbleiben. Egal, mit was du arbeitest, das ist jetzt der Buchenscheit. Es ist wichtig, dass die draufbleiben. Denn dadurch entstehen da kleine, luftige, flauschige Dinge. Das ist besser, als wenn du die jetzt runtergeben würdest und einfach die da so einen Haufen da liegen würden. Das so als kleiner Tipp gleich einmal am Rande. So, der Feuerstahl. Also, wenn man komplett durchzieht, das ist wirklich... Okay, das ist echt wow. So, jetzt werde ich da mal hergehen und ich versuche mal ein bisschen Material runterzuarbeiten. Das geht fast gar nicht. Warte mal, das mache ich jetzt da. Also ich mache das gerne, dass ich mir ein paar,
ein paar Magnesiumspäne vorher runterreibe, die ich dann anzünde. Das mache ich zum Beispiel, ja, ich weiß, billige Eigenwerbung, mache ich zum Beispiel bei dem hier gerne. Und der macht da auch mit, also da kann man vorher ein bisschen was runterschaben und nachher das da anzünden und das glüht dann danach, das ist bei dem hier. Aber der ist sehr hart, der schwedische hier. Gut, na gut. Dafür, was gut möglich ist, dass man nur mit der Spitze arbeitet. Ich hole dich jetzt ein bisschen näher her, damit du das auch besser sehen kannst. So, so, so. Kameraführung nicht optimal, nicht optimal, ich weiß. So. Das heißt, nur mit der Spitze. Das geht super. Einerseits, das macht der Feuerstahl, aber auch natürlich der Schaber. Das geht wirklich super. Das heißt, du brauchst nicht die gesamte Länge runterfahren und sparst damit Material und holst dir im Endeffekt nur diesen kleinen Funken hier. Also das geht einmal ganz gut. Der Schaber macht es möglich. So, jetzt hier auch das dazugehörige Federstickerl. Ja. Okay, ja, von unten. Ja. Na komm. Lass mich nicht im Stich. Na. Komm. Da schauen so viele Leute zuerst. Wie schaut denn das aus? Da kriege ich sicher wieder Kommentare. Hey, du kannst ja gar nicht mit dem Feuerstahl umgehen. Du tust nur so. Ja, ich schneide es halt nicht zusammen. Ja. Ja. Hundig. So. Komm. Nicht nur glühen. So was erst. Ja. Dann machen wir halt mehr. Na, es brennt nicht an. Aber es liegt nicht am Feuerstahl. Und ich behaupte jetzt, es liegt am Holz. Ist irgendwie ein bisschen feucht. Ja, aber jetzt. Ja. Ja. Gleich umdrehen, damit die Flamme gleich einmal viel Nahrung hat. Dann kriegst du gleich einmal eine schöne Zündung zusammen. Ja, so ist das ganz einfach. Ich meine, das ist die Realität. Das ist nicht Bear Grylls, das ist nicht irgendwas, was weiß ich, hergekünstelt oder sonst irgendwas, sondern das ist halt die Realität und in der Realität funktioniert nicht immer alles, auch wenn man es schon sehr oft gemacht hat. Es ist einfach so. Was bei dem Feuerstahl jetzt schon irgendwie auffällt, das muss ich gleich dazu sagen, das ist, er ist halt ziemlich hart. Und ich mag es eher und ich weiß, jetzt wirst du wieder sagen, reine, ja, ich weiß, billige Eigenwerbung, aber ich habe den hier extra ausgewählt, weil ich mit dem lieber arbeite. Aber das heißt nicht, dass der besser ist. Ja? Überhaupt nicht. Ein weicher Feuerstahl. Aber der ist wirklich schön hart. Der ist hart. Ich werde den auf jeden Fall in den Langzeittest aufnehmen. Und werde diesen Feuerstahl hier meinen Survival Training. Du kannst ihn jetzt noch nicht im Shop kaufen. Also kann ich dir noch keinen Link geben. Beziehungsweise, wenn du das Video in ein paar Jahren anschaust, dann vielleicht, dann gebe ich dir aber unten den Link auf das Folgevideo, wo ich dann den Langzeittest berichte. Ich habe jetzt insgesamt 5 Stück gekauft. Die werde ich heuer, das gesamte Jahr 2019, bei meinen Survival Trainings mitnehmen und schauen, wie sich die Leute damit tun. Nämlich auch im Vergleich mit dem Weich und Hart. Das heißt, ich möchte eine Langzeitstudie machen, eine Jahresstudie. Und zwar, wie sich Anfänger mit Feuerstählen von mir tun, und zwar mit den harten oder mit den weichen, und wo da eher die Tendenz ist, und das stelle ich dir dann vor. Also, wenn du das erste Mal hier bist, ein Abo lohnt sich da auf jeden Fall. So, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn, das Produkt ist okay. Wenn du es auch jetzt schon kaufen willst, ich schaue, ob es das auf Amazon gibt, dann findest du unten den Amazon-Link. Wenn er nicht da ist, dann finde ich es auf Amazon nicht. Insgesamt gut gemacht, besonders das mit dem Striker taugt mir voll. Also, das ist wirklich eine geniale Idee. Das ist fast so, wie wenn man mit dem Klingenrücken arbeitet, was aber viele Leute einfach nicht mögen. Die mögen nicht mit dem Klingenrücken arbeiten, weil das Messer halt schier wird. Und das haben die Wildo-Leute da gut gemacht. Das war's. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Erzähl uns ein bisschen was. Welchen Feuerstahl benutzt du? Soll der weich oder hart sein? Was ist da deine Meinung und deine Erfahrung? Das wäre sehr, sehr nett. Ein Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, Glocke drücken nicht vergessen, aber andere Videos zum Anschauen. Link zu Videos, Produkten und was auch immer findest du unten. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.